Wir starten das Skript mit der Erstellung der Wände. Grasshopper ist ein neues Dokument. Auch Rhino ist komplett neu und leer. Ich habe vier Ansichten eingestellt: Draufsicht, Front, Rechts und Perspektive. Die Einheiten sind auf Meter eingestellt und ich habe den Rasterfang hier unten auch aktiviert, damit Sie mitlesen können, wie die Komponenten heißen. Selbst wenn es nicht dran steht, nehme ich die Komponente Bifocals wieder mit dazu. Da ist sie und wir starten mit einem Startpunkt. Rechte Maustaste, Set One Point und ich greife mir den Nullpunkt. Damit wissen wir, wo der Start ist. Wir nehmen eine Slider-Komponente, um die Länge der Halle zu beschreiben. Deswegen nennen wir das Ganze auch um in Length. Ich entscheide mich für drei Nachkommastellen und es soll einstellbar sein von 3 bis 50 Meter und ich stelle einen Grundwert von ungefähr 18 Metern ein. Die Länge soll sich entlang der X-Achse entwickeln, also benötige ich einen X-Vektor. Da ist er. Und wir wollen uns natürlich bewegen, also brauchen wir eine Move-Komponente. Dieser Punkt soll um diesen Wert verschoben werden und da taucht er auch in grün auf. Kann man hier gut erkennen. Jetzt haben wir also Anfang und Endpunkt der Linie, also müssen wir jetzt die Linie auch als Komponente hier mit unterbringen. Also sie soll gehen vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Hier in grün hervorgehoben. Wie hoch soll die Traufe werden? Wir holen uns wieder einen Slider und benennen ihn, ja, Englisch Height Ease. Hier wollen wir zum Beispiel zwei Nachkommastellen haben und die Höhe soll einstellbar sein bei mir von 4 bis 10 Metern und Startwert soll beispielsweise 5 Meter sein. Die Höhe entwickelt sich in globale Z-Richtung, also brauchen wir einen Z-Vektor, so. Und ja, natürlich brauchen wir auch hier jetzt wieder eine Move-Komponente. Da geht einmal die Linie rein, die wir schon erstellt haben, hier unten, und die soll verschoben werden, um den Wert, den wir hier einstellen, kann man auch so gut wieder überprüfen. Wenn wir mal hier von vorne drauf schauen, dann sehen wir jetzt quasi gegen die Wand und der nächste Schritt wäre hier die Stützen anzuordnen. Also in wie viele Felder wollen wir diese Wand einteilen? Dafür brauchen wir wieder einen Slider, den ich umbenenne in Fields. Und ich möchte ganze Zahlen haben, deswegen klicke ich hier auf N und ich stelle ein, 1 bis 20 Felder möchte ich haben und der Grundwert soll beispielsweise 3 sein. Nun brauchen wir diese beiden Linien nur noch zu unterteilen. Dafür gibt es eine Komponente, die heißt Divide Curve.
findet man auch dort oben. Hier geht also zunächst die Kurve hinein, die geteilt werden soll. Starten wir mal mit der unteren. Also diese Kurve wollen wir teilen. In wie viele Abschnitte? Das ist ja unser Fields. Ja, kann man auch sofort gut erkennen. Und das machen wir gleich nochmal. Ich kopiere mir diese Komponente und stecke dort die andere Kurve, also die obere Linie, ein. Und dann sehen wir auch, dass diese entsprechend unterteilt wird. Hier, je nachdem, was ich bei Fields einstelle. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch wieder eine Linienkomponente. Und ja, da kann ich auch sofort hier Start und End Punkte eingeben und damit haben wir unsere Stützen schon erzeugt. Ich kann nochmal hier ausprobieren. Wenn ich daran schiebe, ja, genau, kriegen wir also immer mehr oder weniger Stützen dargestellt. Damit sind wir auch schon ja, fast fertig. Wir brauchen das Ganze jetzt nur noch auf die andere Seite sozusagen rüber zu kopieren. Wir müssen also die Breite der Halle festlegen. Dafür nehmen wir also wieder einen Slider. Den nenne ich entsprechend um. Und die Parameter sollen hier sein, ja, wie breit soll die Halle sein, zum Beispiel von 5 bis 30 Meter. Damit ist soweit alles klar und ich brauche die Komponenten nur noch zu kopieren und zwar in, hier sieht man es, in Y, in die globale Y-Richtung. Also benötige ich einen Y-Vektor. In Y-Richtung wollen wir das Ganze rüber kopieren. Wir benötigen wieder die Move-Komponente. Ja, wir wollen mit dieser Linie anfangen. Die wollen wir also verschieben um diesen Wert. Da sehen wir es auch. Und das Gleiche machen wir nochmal für die obere Linie. Auch die soll entsprechend verschoben werden. Kurz ausprobieren. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt wieder das Gleiche wie vorhin. Die Linien sollen unterteilt und dann verbunden werden. Das waren ja genau diese drei Komponenten hier. Ctrl-C, Ctrl-V. Und einfach die Kurven ineinander stecken. Und schon sind wir fertig. Hier sieht man schön, dass das offensichtlich auch richtig funktioniert. Damit sind wir fertig mit mit der Erstellung der Wand. Ich will das einmal gruppieren oder machen wir es so hier. Rechte Maustaste Group und eine Bezeichnung, ein Scribble. Dann nehmen wir 40er Größe und ich nenne das Walls. Und das wollen wir natürlich hier mit dazu setzen. Prima, das ist es für das erste Video. Dann gucken wir im nächsten, wie wir hier das Dach entsprechend draufkriegen.